Hast du dich jemals gefragt, was ist Leben? Hast du dich jemals gefragt, was ist das Universum? Seit knapp 160.000 Jahren bevölkert die Menschheit die Erde. 4,5 Milliarden Jahre ist es her, dass unser Planet entstand. Das Universum ist mehr als 13,8 Milliarden Jahre alt und dehnt sich seitdem immer weiter aus. Hinter diesem existiert weder Zeit noch Raum, ein für den Menschen unbegreiflicher Zustand. Genauso kann sich niemand vorstellen, wie das Universum vor seiner Geburt aussah. Die Welt mit Raum und Zeit, wie wir sie kennen, existierte nicht. Das, was es damals gab, wird heute als der singuläre Zustand beschrieben. Ein Zustand, bei dem das Universum nur aus komprimierter Energie bestand. Das Universum war unendlich heiß und unendlich klein. Das ist ein Zustand, der sich wissenschaftlich erklären und beschreiben lässt, aber für das menschliche Gehirn nicht zu erfassen ist. Im Bruchteil einer Sekunde explodiert die gebündelte Energie, sodass sich der Weltraum rasend schnell ausbreitet. Für einen kurzen Zeitraum scheint es so, als hätte sich der Raum sogar schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet. Der Urknall. Der Moment, an dem Zeit und Raum erst begannen zu existieren. Es entstanden Atome, Galaxien, Sonnen, Planeten. Es bildeten sich erste organische Verbindungen. Der Weg zum Leben war geebnet. Leben auf der Erde. Das Universum besteht aus Materie. Alles besteht aus Materie. Planeten, Gestein, Staub. Der Mensch. Aber was unterscheidet uns? Was macht uns zu Lebewesen und woher kommt das Leben in uns? Um es mit Schrödinger zu sagen, der Mensch besteht aus geordneter und nach Gesetzmäßigkeiten verhaltender Materie. Aber sind wir nicht mehr als nur geordnete Materie? Was macht den Menschen aus und was macht ihn so besonders? Der Mensch ist ein emotionales Wesen. Wir entwickeln zwischenmenschliche Beziehungen zu Menschen, die uns wichtig sind, zu Menschen, die wir lieben. Wir haben eigene Systeme und Gesellschaften aufgebaut. Systeme und Gesellschaften, die von außen betrachtet wie eine riesengroße Blase erscheinen und welche uns von den Mysterien des Kosmos abschotten und isolieren. Wir helfen einander. Wir stehen für Gerechtigkeit ein. Aber wir bekriegen uns auch, töten einander und löschen möglicherweise eben dieses Leben mit nur einer einzigen Bewegung, mit einer einzigen Entscheidung im Bruchteil einer Sekunde aus. Liebe findet seinen Gegenspieler in Hass, Vertrauen in Betrug, Ehrlichkeit in Lüge. Hast du dich jemals gefragt, was ist Leben? Hast du dich jemals gefragt, was ist das Universum? Hast du dich jemals gefragt, ob irgendwo da draußen jemand ist, der sich gerade dieselben Fragen stellt? Probleme, Hass, Konflikte, Zweifel und Argwohn beherrschen unseren Alltag und lassen uns vergessen, was um uns herum ist. Die Dimensionen sind gewaltig und zeigen uns wiederholt die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft auf. Die Andromeda-Galaxie. Eine 2,3 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie mit schätzungsweise 1 Billion Sternen. Sie zeigt auf beeindruckende Weise die unwirklichen Ausmaße und Tiefen unseres Universums. Es gibt weitere 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum. Solche Eindrücke lassen es zu, selber auf unsere eigens konstruierte Blase aus Zerstörung und Hass zu blicken und uns die Frage nach dem Wieso zu stellen. Sie lassen es zu begreifen, wie unsinnig und verantwortungslos unser Handeln ist. Ein Blick auf das Mysterium Weltall lässt unsere Probleme und Konflikte klein und nichtig erscheinen und die Möglichkeiten und Dimensionen außerhalb unvorstellbar groß. Die Frage nach dem Wieso, die Frage nach dem Sinn des Lebens begleitet den Menschen schon seit Beginn. Es gibt mehr Fragen, als es Antworten gibt. Und vielleicht ist es so, dass auf manche Fragen nie eine Antwort gefunden wird. Aber es gibt andere Fragen, die sich jeder stellen kann. Fragen nach dem Hier und Jetzt,
Der Einzelne kann nur versuchen, diese Fragen für sich so gut wie möglich individuell zu beantworten. Wohin Denken ohne Experimentieren führt, hat uns das Mittelalter gezeigt. Aber dieses Jahrhundert lässt uns sehen, wohin Experimentieren ohne Denken führt. Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph.